Moin Leute, euer Captiver hier und willkommen zurück zu meinem Anno 1800 Let's Play. Und wir sind aktuell dabei, die ganze Kaffeeproduktion hier auf Vordermann zu bringen und haben schon in dieser Episode begonnen hier mit den ersten Themen rund um Kaffee. Von daher wird das Ganze hier erstmal jetzt im Groben geplant. Wir werden hier schon mal die produzierenden Einheiten aufbauen. Das denke ich passt an dieser Stelle. Und werden jetzt auch die Dampfmaschinen weiterliefern. Was wir aber brauchen, ist erstmal auch eine Grundversorgung. Da werden wir jetzt auch eine längere Folge einfach aufnehmen. Ich werde das euch in einem etwas schnelleren drüberfliegen, dann im Nachhinein zeigen. Weil ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn ihr mir jetzt bei meinem Planen von der Fruchtbarkeitsinsel so extrem zuschaut. Von daher wird das Ziel jetzt in dieser Folge sein, auf dieser Insel zentral alle Lebensmittel, die wir brauchen für die ganze neue Welt, herzustellen. Dazu gehören zum einen die gebackenen Bananen, dazu gehören aber auch die Ponchos, dazu gehört ein Layout für die Farmen, logischerweise. Rum werden wir hier nicht machen können. Dazu gehört aber dann auch die Tortillas, die Hüte und damit soll es das erstmal gewesen sein. Und wenn wir das haben, schauen wir natürlich, wie wir von hier aus auch noch den ein oder anderen Mehrwert generieren können. Wir nehmen diese beiden hier mit, das heißt, wir planen auch hier schon mal im Groben dann die ganze Insel. Deswegen ist es ganz gut, wenn wir schon mal etwas Eisen hier in der neuen Welt haben. Zu viel brauchen wir da nicht, aber ein bisschen was sollten wir definitiv hier am Start haben. Zumindest, dass wir genau wissen, was wir am Ende brauchen könnten. So, das machen wir aber auch nochmal Eisen mit rein. Okay, und dann gehen wir in die neue Welt. So, jetzt werden wir aber einfach mal die neue Welt auch nochmal bezeichnen. Wir haben jetzt hier noch keine Namen vergeben. Da wird rein Kaffee produziert. Dann nennen wir auch das Ganze Peru. Keine Ahnung, ob Peru geeignet ist. Hier kommt die ganze Nahrungsproduktion, das heißt relativ viel in der Karibik, weiß ich jetzt nicht. Machen wir Mexiko draus. Ihre Bevölkerung hat die Revolution ausgerufen. Und bauen dann hier gleich die Layouts auf. Von daher schauen wir uns diese doch jetzt mal in Ruhe an. Wir brauchen, um es nachher richtig und gut machen zu können, brauchen wir einmal eine Grobplanung von dieser Insel. Das mache ich jetzt an dieser Stelle mal. Die zweite Insel, die wir hier beginnen. Wir werden uns da ein bisschen wahrscheinlich überfordern, aber das ist dann halt so. Hier gibt es auf jeden Fall mal das Fischöl. So. Für das Fischöl brauchen wir eine Hafenmeisterei. Da erwischen wir die mittleren vier. Wir könnten das aber auch anders machen. Wir könnten auch eine streichen. Machen wir doch das so. So. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Sehr schön. Gucken wir mal, wie nah wir da... Ah, das ist nicht optimal. Jetzt wahrscheinlich hier einmal rein. Hier. Und hier brauchen wir noch eine Handelskammer. Dann nehmen wir mal eine mit für hier. Und eine Handelskammer für hier. Sollte wahrscheinlich hier reichen an der Stelle. Damit haben wir auf jeden Fall mal alle dabei drin. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier zumindest noch was Sinnvolles mit reinkriegen. Aber hier auf jeden Fall mal nicht. Gott, wir haben zumindest mal ein bisschen einen Hafenbereich, der nach etwas aussieht. So, dann gehen wir hier in das Layout-Prinzip. So, dann testen wir das mal aus, ob dieses Layout hier für uns optimal geeignet ist. Dazu gehen wir mal hier ein bisschen, ich nehme auch hier für eine andere Insel. Kaffee-Layout könnten wir aber nochmal gebrauchen. Oh, was wir schon wieder vergessen haben, ist den Aufkauf. Das machen wir natürlich, sonst wird es nie was geben. 739.000, jawohl. Ja, den nehmen wir mal mit.
Die beiden brauchen wir hier. Eine einzelne menschliche Seele ist tausendmal mehr wert als alles, was du für diese Insel gezahlt hast. Münzen, wir haben nicht genügend Münzen, okay. Wir haben nicht genügend Münzen. Schade. Anteile? Die können wir noch mitnehmen. Mein Kopf dröhnt. Schauen wir mal, was wir hier noch kriegen können für unser Geld. 50.000. Eine einzelne menschliche Seele ist tausendmal mehr wert als alles, was du für diese Insel gezahlt hast. Also, wir brauchen jetzt mal ein Layout. Wir setzen mal einfach woanders hier mal kurz auf dieser Insel hin. Dass wir einfach sehen, wie wir es nachher geschoben kriegen. Ich glaube, fast hier könnte der beste Platz dafür sein. Ist zu wichtig, um sie allein dem Handel. Und dann schauen wir mal. Also, wir nehmen jetzt hier 2, 4, 6 nach unten. 2, 4, 6 nach unten. So. Oben. Gleiches Spiel. Sind es auch wieder 6. 2, 4, 6. Also quasi schöne Kanten hier. Zumindest einigermaßen die Kanten. Die bauen wir schon mal, dass wir es danach ausgerichtet bekommen auch. Das sind nachher auch die Grenzen. So. Und jetzt geht es eigentlich immer auf der gleichen Logik hier weiter. Nicht ganz zumindest. Hier versetzen wir mal eins runter. Und auf der Höhe von dem Ganzen machen wir es wieder gerad. Okay, hier haben wir einen Fehler, genau. Und zwar das dürfen wir nicht nehmen. So, von daher geht das genau so. Und auf der anderen Seite das gleiche Spiel. Auch auf diese Tiefe hin. Das sind dann 2, 4, 6. 2, 4, 6. Und auf der anderen Seite eins weniger. Und dann kommt hier nochmal. Kommt nochmal 4. Und da kommen 5. 2, 4, 5. So. Hammer. Das erreicht noch alle. Wirklich top. Dieses Layout bisher. Wieder 6 und 4. Und dann kommen hier nochmal, last but not least, 4. Sehr schön. Hier wieder das gleiche. Das sind wieder 5. Und hier sind es wieder 4. Und da sind es auch wieder. Da sind es nur 3. Okay. Gucken wir mal, alles erreicht. Sehr schön. Verbinden wir den ganzen Spaß. Und dann können wir nämlich auch gleich gucken, wo wir denn unsere ganzen Gebäude daran platzieren würden. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Wir brauchen ja nachher auch noch einen Marktplatz und so weiter. Das kommt dann hier alles auch dazu. Aber wenn wir Glück haben, können wir das richtig gut zusammenbauen. So, verbunden haben wir es. Sieht gut aus. Jetzt schauen wir uns mal an, wo kriegen wir das denn hier gut am, oder am besten rein platziert. Also. Ich würde fast sagen, hier kriegen wir eins so. Das müssen wir quer nehmen. Nehme ich mal an. Gut, da könnten wir mit dem Ganzen hier unten ein bisschen arbeiten. Zur Not haben wir das halt nicht. So würde es auf jeden Fall gehen. Ja, so würde es gehen. So, und jetzt gucken wir hier mal. Ja, da können wir dann nochmal improvisieren. Dann ist nicht optimal, aber es ist besser als nichts. Das nehmen wir mit rein. Und das nehmen wir mal auch raus. Da geht jetzt auf jeden Fall der Weg. Da kann auch ein Haus rein. Also. Ja, ist jetzt halt nicht optimal, aber was soll's denn?
Das kriegen wir nicht weiter. Ah, doch, kriegen wir weiter runter. Sehr schön, also. Besser als nichts an dieser Stelle. Gut, jetzt müssen wir die Ausleuchtung machen wir jetzt hier mal. An dem Marktplatz. Hier geht auf jeden Fall mal einer rein. Können wir ja fast hier oben nochmal einsetzen. Und zum Erweitern wahrscheinlich hier auch. Die Erweiterungsfläche. Hier. Hier. Haben wir hier unten nicht optimal. Gut, da gibt es halt einen mehr. So, dann ist es so. Die Kirche. Hier gibt es eine Kirche rein. Hier. Hier können wir eine reinpacken. Hier, hier. Und wo leuchtet es nicht aus? In der Mitte. Erweiterungsfläche. Okay. Wie wär's mit einem Kaffee? Gut. Sie spielen schon seit 2 Stunden. Also gut, dann haben wir die Kirche. Moment, das kann jetzt sein, da ist ein Fehler drin. Das passt auch hier. Die da außen brauchen wir ja gar nicht. Das passt auch. Gut. Also, jetzt gucken wir mal, wie wir nochmal mehr Rathäuser da reinkriegen. Ob wir überhaupt irgendwo Rathäuser reinkriegen. Hier oben könnten wir noch. Aber vielleicht langen die ja uns schon mal diese 2. Gut, damit hätten wir den ersten Meilenstein jetzt wieder erreicht. Hier ist nachher die Fläche, wo wir nachher unsere Häuser bauen. Frachtschiff steht bereit. Gut, hier haben wir jetzt auch mal noch nicht mehr. Okay, dann kann das Layout hier aber jetzt mal weg. Aber wir könnten das Layout natürlich jetzt auch verwenden für die anderen Inseln. Ja, das war vielleicht ein Fehler, das jetzt direkt wegzuschießen. Ja, ich lasse es hier mal ganz kurz stehen und baue es nochmal ganz schnell auf. Weil wir werden das für die anderen Inseln verwenden. Da machen wir jetzt gar nicht rum. Das ist unser neue Welt-Layout. Da könnt ihr mir gerne auch mal in den Kommentaren dann euer Feedback dazu dalassen. Wie ihr das denn immer so aufbaut. So. Also ab geht's. Gucken wir doch mal diese Insel an. Wo haben wir da schon das erste Layout? Hier die Häuser haben wir noch nicht vorgehabt, oder? Ja, doch, da haben wir es. Da haben wir ein Häuser-Layout vorgehabt. Ah, da kriegen wir nicht mehr. Müssen wir zusammen basteln. Okay, verstanden. Dieser Insel. Müssen wir mal gucken, wo wir die Häuser hinkriegen. Aber wahrscheinlich hier in die Fläche. Ja, dann müssen wir es. Doch, dann lassen wir es tatsächlich mal stehen. Ich kopiere es auf eine andere Insel. Lassen wir es einfach wieder haben. Wenn wir es denn brauchen. Zack. Und hier können wir es weghauen. So. Gut. Also von da haben wir den ersten Blockhammer. Was brauchen wir jetzt für die Grundversorgung? Wir brauchen jetzt erstmal hier noch die Bananen. Der Bananenplantagen, die bauen wir dann hier überall rein. Das kriegen wir hin. Wir brauchen hier aber eine Alpaka-Farm. Die Alpaka-Farm, das ist auch noch eins der wichtigsten Themen für den Start. Und da müssen wir mal jetzt auch wieder gucken, wie wir das denn hier hinbekommen. Ja, für die Alpaka-Farm, dann nehmen wir... Nein, wir machen das anders. Ich baue die Layouts auf und danach werde ich euch die fertigen Layouts hier reinnehmen. Das geht wahrscheinlich schneller, wie das schnell durchzuspulen. Und daher werden wir hier an diesem oberen Teil, werden wir die Alpaka-Farmen platzieren. Ich baue die mir mal ganz kurz hier auf einer anderen Insel wieder auf. Und dann würde ich sagen, bis gleich.
So, da sind wir wieder. Da habe ich euch das Layout reingeworfen. Zu finden, wie immer, unter anolayouts.de. Und da die Alpaka-Farm. Ich habe die Alpaka-Farm mit den Silos aufgebaut. Das heißt, ich muss da natürlich später auch gucken, dass ich dann Weizen hier habe. Aber das, denke ich, ist jetzt gar kein Problem für den Beginn. Von daher. Ich habe in dem Zug auch gleich mal mir Gedanken gemacht, wie ich denn hier das Ganze verbunden bekomme. Also wie ich hier nachher das meiste aus den ganzen aus dem ganzen Bereich hier rausholen kann. Das muss ich mir jetzt natürlich noch anschauen dann, wie wir das denn machen. Ich denke mal irgendwie so. Ja, das passt schon mal sehr schön. Da klammern wir das hier rum. Perfekt, da haben wir Nummer 1. Die drei sind versorgt. Das gleiche werden wir hier wahrscheinlich dann auch machen. Ja. Versorgen wir auch hier die... So, auch hier haben wir das Ganze. Von daher gucken wir mal, wie wir vielleicht hier das irgendwie zusammen hinbekommen. Mit der Kante hier vielleicht so am besten. Mal die Kante hier so fahren. Ja, macht wahrscheinlich Sinn. Und hier gehen wir so nach unten. Ich denke, das könnte auch passen. Dann machen wir hier nochmal 3-3. Dann können wir die später schieben. Müssen wir uns mal auch anschauen. Gibt es hier auf jeden Fall nochmal ganz ins Eck. Sowas. Das brauchen wir nicht. Und schauen wir mal, wie viele wir hier reinkriegen. Gut. Ich denke, auch das sollte jetzt hier hinreichend passen. Hier machen wir den Weg. Und hier gibt es ebenfalls den Weg. Verbinden wir mal das hier oben. Da brauchen wir ja eigentlich gar nicht verbunden haben. Ah, das passt hier einfach nicht. Ja, das sollte ausreichend sein. Würde ich mal sagen. Binden wir die Feuerwehr hier noch. Und geht die nächste hier auch noch? Jawohl. Haben wir zwei in der Verbindung. Traumhaft. So. Können wir hier alles auch wieder auffüllen? Gut. Dann überlegen wir, was brauchen wir als nächstes? Als nächstes brauchen wir, um das Ganze jetzt sauber hinzukriegen, in der Küche, brauchen wir definitiv, Entschuldigung, brauchen wir die Küche. Die Küche ist auch wieder ein relativ einfaches Layout. Da gehen wir auch wieder auf die separate Insel, wo wir das Layout gerade gebaut haben. Das haben wir hier mal weg. Brauchen wir ja nicht mehr. Eins sollte lange in der neuen Welt. Mehr Layouts werden wir da gar nicht brauchen. Ich bin da einfach ein Fan von Layouts. Kann man jetzt drüber streiten, ob das wirklich sinnvoll ist oder auch nicht. Müsst ihr für euch einfach entscheiden, ob ihr mit Layouts spielen wollt. Oder ob ihr tendenziell eher keine Layouts bevorzugt. Ich denke, viele Wege führen nach Rom. An der Stelle, von daher kann ich euch da einfach nur zeigen, wie ich das machen würde. Ich baue jetzt am Anfang das zumindest mal mit den Layouts, weil ich es einfach viel, viel schöner finde, das so zu tun. Das muss aber, wie gesagt, euch nicht zwangsläufig zusagen. An der Stelle. So. Ja, gucken wir mal, wie wir die jetzt bauen. Und hier geht es so. Da können wir die so reinnehmen. Gut, das passt auch. Perfekt. So. Das passt. Hier können wir das auch hier oben machen. Jawohl. Verrutscht. Da kriegen wir halt einfach am meisten immer rein in die Flächen. Denke ich zumindest. Wahrscheinlich könnten wir es noch einen Tick optimierter bauen. Aber bin mir da einmal nicht so sicher, was jetzt der richtige Ansatz ist. Von daher schauen wir doch mal. Hier haben wir die Küche. Hier haben wir sie. Hier und hier. So. Und jetzt gibt es den Weg.
So. Auch diesen Weg haben wir. Und ab geht's. Da haben wir jetzt Murks gemacht. Leerflächen sollte es hoffentlich keine jetzt geben. Von daher sieht es doch schon mal gut aus. Also, die Küche haben wir. Wo kriegen wir die Küche gut rein? Kriegen wir das Layout hier irgendwo rein platziert? Erstmal nicht. Gut, wir können das mal probieren. Vielleicht müssen wir das Layout dann doch ein bisschen anpassen. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch Küchehammer. Gucken wir mal die anderen Layouts an, die wir noch brauchen. Die Küche haben wir. Damit. Dann brauchen wir die Poncho-Weberei noch. Die Tortilla-Bäckerei. Und den Hutmacher. Ja, aber die Küche kann man dann schon hier irgendwo, kann ich mittig rein platzieren. Ich denke, das sieht doch hier gar nicht so schlecht aus. Wenn wir das da oben verlieren, verlieren wir sie richtig. Mal. Ja, da wird es hier schon reingehen. Gut. Von daher setzen wir halt einfach das gute Ding. Hier nochmal ein paar rein und gut ist. So, die Tortillas haben wir auch hier. Die Bäckerei. Hier haben wir jetzt ein bisschen Fläche. So, das ist zumindest mal verbunden. Müssen wir mal schauen, wie wir das hier verbinden wollen. Oh, wir haben kein Holz mehr. Das ist jetzt schlecht. Dann sollte man da auch mal dringend Holz bauen. Die Fläche kann man ja schon mal lassen. Wollen es dann nicht gleich übertreiben. So. Also. Da kann man jetzt mal Holz produzieren. Und dann machen wir weiter mit dem Weg. Also. Gucken wir mal an. Wir haben wieder genügend Geld. Das war ein Fehler. Wir brauchen die Inseln. Die Insel können wir jetzt übernehmen. Noch nicht, oh, die ist zu teuer. Aber machen wir halt hier mal weiter. Eine einzelne menschliche Gut. Seele ist tausendmal. Gib schon zu. Die Insel ist eine echte Goldgrube, so. Oder? Die haben wir, die haben wir, die haben wir. Die können wir noch nicht. In der neuen Welt. Oh, da könnten wir jetzt zuschlagen. Jemand kauft Anteile von Sehr schön. Meiner Insel. Ich bin beliebt. Die Insel könnten wir hier einnehmen, jawohl. Nehmen wir die doch ein. Das Zeug wird. Expedition schauen wir uns zum späteren Zeitpunkt an. So, das machen wir auch noch nicht. Erstmal, dass wir die ganzen Boote hier am Start haben. Ah, da sind sie unterwegs. Und da haben wir das erste schon. Also Gott. Insel Nummer 1 wird übernommen. Jawohl. Sehr schön. Schauen wir mal. Oh, da kriegen wir gar nicht so viel rein. Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. Das haut mich aus den so. Sachen. Auch Woher das haben wir. Diese Insel? Die Fregatte hilft uns jetzt gerade nicht weiter. Gucken wir mal, was wir hier noch rumliegen haben. Was wir einsammeln können. Naja, ist nicht so besonders viel. Okay, auf geht's. Habe ich da noch was Gutes dabei? Zum Horizont. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Ja, ja. Willy Wonka. So. Haben wir. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Okay. Okay, zurück. Oh, da müssen wir gleich gucken, wie wir da weiter ausbauen. Gut. Diese Insel haben wir auch. Gut, schauen wir mal. Was können wir jetzt hier machen? Die können wir noch nicht kaufen. Die demnächst. Da brauchen wir mal ein paar Schiffe.
Als da auch ein paar gute Dinge liegen. Flotte unterwegs. Willy Wonka braucht noch. So. Die können wir uns nicht leisten. Das dauert noch. Dann gucken wir mal in der neuen Welt weiter. Ah, da hat jemand zurückgekauft. Und ich muss mich für sie freuen. Die Kaiserin wird enttäuscht sein, dass ich Boden verloren habe. Ja, die Kaiserin wird wirklich enttäuscht sein. So, aber wir haben jetzt auch genügend Folgen gemeinsam gespielt. Von daher Anteile? Puh, mein Kopf. Werden wir jetzt einfach mal schauen, welche Inseln ich denn hier überall gebrauchen kann. Die kleinen lassen wir stehen, das ist ja gar kein Thema. Na, kaufst du dir immer alles, was du haben möchtest? Einen Abschluss etwa? Einen Doktortitel? Den so, das passt auch. Also, immer wieder hier rein. Und wir sehen, das Layout passt, die Küche passt. Jetzt müssen wir uns überlegen, welches Layout wir als nächstes machen. Ich hätte vorgeschlagen, die Poncho-Weberei. Die Poncho-Weberei, die können wir ein bisschen Freestyle-mäßig mehr bauen. Das könnten wir vielleicht ganz gut hier irgendwie in das Eck reinbekommen. Brauchen wir zwar auch einiges, aber vielleicht passt das ja hier ganz gut rein. So. Das sind wir eins zu weit. Na, aber beides machen wir. Komm, wir machen es komplett Freestyle. 2, 3. Hier. Ah, die geht schon gar nicht mehr. Okay. So. Die hätten wir. Mal gucken, wenn wir die Reihe. Ob wir das so gut hinbekommen. Die müssen wir dann von unten anfahren. Könnte klappen. Okay. Hast du auch noch hier? Ein Zahnarzt weiß ganz genau, wann er was passiert jetzt? Oh, wir sind hier im Krieg. Das ist nicht gut. Waffenstillstand. Oh. Nichts von dem, was ich gut gesprochen. Sommer. Die Wahrheit. Ein Problem. Unmöglich. Das mag er nicht. Wir müssen flink sein, aufbruchbereit, jederzeit. Kriegserklärung, jawohl. Neue Ziele? Ja, ihr dürft jetzt in der neuen Welt mal zurück. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir den Typ in Schach kriegen. Du bist etwas besonders. Unmöglich. Schiff unter Beschuss. Den Willi nehmen wir mal. Da. Wir zwei verstehen uns, was? Erhöht. Da haben wir ein bisschen was vernachlässigt. Von daher haben wir da einen kleinen Fehler gemacht. Müssen wir mal schauen, dass wir das dann alles Schiff unter Beschuss zum späteren Zeitpunkt in den Griff kriegen. Das hier ist haben wir hier irgendwo noch das ist eine auch Schiffe. Ja, ja. Wenn er das will, kriegt er das. Das ist ja gar kein Problem. Dann machen wir hier mal Schiff unter Beschuss. Bei Linienschiffe. Damit wir das ganz einfach angeschaut kriegen. So, Schiff unter Beschuss, ja. Dürft ihr doch tun. Jetzt sind wir hier. Ja, gut. Das wird uns ein bisschen zurückwerfen. Das war nämlich taktisch war das nicht gut. Weil wir hier einfach zu viel gewollt haben. Aber gut, das ist jetzt halt einfach so. Wir befassen uns jetzt aber an der Stelle erstmal weiter mit unserer Insel. Hier, also die haben wir. Die erreichen wir alle. Und da könnten wir so rum noch reinpacken und vielleicht. Na, es wird schon so passen. Ein Schiff wurde zerstört. Okay, gucken wir mal. Die passen auch. Ja, das wird nahezu. Das wird ganz ordentlich ausgehen. Ein Schiff wurde zerstört. So. Gut, da haben wir jetzt mal nicht mehr.
So, ein Schiff wurde zerstört. Welches war das? Ein Schiff wurde zerstört. Ah, ja. Das war blöd. Ich gerade habe ich gepennt. Ein Schiff wurde zerstört. Ja, das war selbst schuld, würde ich da mal sagen. Zerstört. Weil anders bringt es ja auch nichts. So, da behalten wir mal ein paar da. So, da. Haben wir hier irgendwo kaputte Häuser? Nö. Ideen steigen immer wieder an die Oberfläche. So. Gucken wir mal, ob wir den jetzt besänftigt kriegen. Unmöglich, immer noch. Eingeschränkt. Gut. Von daher, das Layout auch hier passt in der neuen Welt. Wir brauchen jetzt eins nach dem anderen, damit wir da überhaupt vorwärts kommen. Und es hat es schon noch in sich, würde ich sagen. Also wir haben die Küche, haben wir. Wir haben die Poncho-Weberei. Wir können an dieser Stelle jetzt noch die Tortilla-Bäckerei machen. Die Tortilla-Bäckerei. Machen wir mal die hin. Haben wir nicht so viele. Vielleicht hier hinten irgendwo. Da bauen wir dann einfach noch die Ölraffinerien rein. Ah, doch so. Schiff unter Beschuss. Und so. Das sollte passen und das. Müssen wir mal gucken, wie wir da... Okay. Brauchen wir mehr Eisen. Und dann nehmen wir doch den hier mal mit. So. Weit wie es geht. So, den Hammer. Und jetzt fällt wieder Eisen für die Verbindung. Eieiei. Eisen ist Mangelware hier in diesem Spiel. So, damit haben wir es verbunden. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Ja, das die scheiß Schiffe. Mehr Druck im Kessel. Wir müssen irgendwie mit ihm wieder einen Waffenstillstand hinkriegen. Manchmal wird das echt zäh jetzt, das Ganze. Oder wir kaufen ihn einfach noch viel, viel weiter auf. Das sind ja alles die Möglichkeiten, die wir hier durchführen können. Dann wird er zumindest nicht mehr so stark sein. Dogma. Ah, die große Hauptstadt auf jeden Fall. Willy Wonka. Da können wir auch nochmal kaufen. Und der Beschuss. Der tut uns eigentlich am wenigsten weh im Moment. Der Willy Wonka. Da haben wir ihn komplett. Und in der neuen Welt. Aktien, Anteile? Auch. Puh, mein Kopf drückt. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. So, von daher würde ich jetzt sagen, an der Stelle langt es jetzt mit dieser Folge. Wir haben hier einiges gebaut in dem Layout-Bereich. Ich werde hier noch ein bisschen Layouts weiterbauen in der nächsten Folge. Und wir werden versuchen, wieder die Diplomatien zu erhöhen. Da haben wir nämlich ein kleines Problem jetzt einfach gehabt mit unserem Freund. Von daher freut es mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bleibt gesund und bis bald, euer Captiver.